In einem Parallelogramm ABCD ist der Punkt M die Mitte von der Strecke AD und der Punkt P ist so, dass der Vektor BP genau das Doppelte vom Vektor PM ist. Der Auftrag lautet, beweise vektoriell, dass der Vektor CP genau das Doppelte vom Vektor PA ist. Zuerst stellen wir diese Situation grafisch dar und stellen gleichzeitig die Hypothese auf. Am Anfang haben wir das Parallelogramm ABCD. Wir wissen, dass der Punkt M die Mitte von dieser Seitenstrecke AD sein soll. Und wir wissen, dass der Punkt P so festzulegen ist, dass der Vektor BP genau das Doppelte vom Vektor PM ist. Und anhand dieser Hypothese sollen wir beweisen, dass dieser Vektor CP genau das Doppelte von diesem Vektor PA ist. Um diese These zu beweisen, beginnen wir mit dem Vektor CP, Vektor CP, und zerlegen ihn zuerst in die Summe Vektor CB plus Vektor BP. Also so. Dieser Vektor CB ist aber genau dasselbe wie dieser Vektor DA, weil ABCD ja ein Parallelogramm ist. Also können wir CB ersetzen durch DA. Und den Vektor BP dürfen wir ersetzen durch 2 mal Vektor PM, weil es in der Hypothese steht. Der Vektor DA, also von da bis da, das ist genau 2 mal Vektor MA, weil M ja die Mitte von dieser Strecke AD ist. Also können wir DA ersetzen durch 2 mal Vektor MA. Hier können wir 2 ausklammern und da die Vektorenaddition kommutativ ist, dürfen wir diese beiden Vektoren vertauschen. Warum möchten wir die vertauschen? Weil wir jetzt 2 aufeinanderfolgende Vektoren haben, deren Summe man hier abliest. Vektor PM plus Vektor MA, das ist also der Vektor PA. So. Und somit haben wir bewiesen, dass Vektor CP gleich ist zu 2 mal Vektor PA. Und das ist genau das, was zu beweisen war. Der Auftrag ist schon erledigt.